Hallo, lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Ihr wisst ja, mein Spezialthema ist so ein bisschen Polarität. Heute sehen wir uns mal ein Beispiel an für männliche Polarität, die aber nicht so im Bad Guy-Modus ist, weil viele verwechseln das ja immer, als wenn nur die Bad Guys polar wären. Was wir gleich sehen werden, wenn das alles klappt hier, ist Cho Chu, ein aus Singapur, der CEO von TikTok, der im Kongress aussagen musste. Ich meine, ich interessiere mich ja nicht so für Politik, aber das ist wirklich, das guckt euch das mal an, das ist wirklich so das mit das cringeste und peinlichste, was ich wirklich seit Ewigkeiten gesehen habe, dass sozusagen das Land, was Meinungsfreiheit so hochhebt, versucht da, ich glaube, auf ekelhafteste Art irgendwie so ein ja, so ein Konkurrenten, der halt nicht zu diesen großen vier Firmen gehört in den USA, Facebook, Google und was weiß ich, den einfach absolut mit völlig sinnlosen Sachen fertig zu machen, wo man denkt, man dachte immer, TikTok sind die Bösen. und dann sieht man so, dass sich das alles so ändert, so radikal gerade. Ich meine, ich finde das einfach krass, wir werden ja mit immer mehr Verboten überzogen und dies verboten und das verboten und jenes verboten und wo ist diese ganze Freiheit geblieben? Also ich finde es echt gruselig, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir schauen da mal rein und ja, er musste sozusagen sein Unternehmen verteidigen vor wirklich absolut irrwitzigen Vorwürfen und das ist jetzt zwar nicht mein Highlight, wer des Englischen nicht so mächtig ist, es geht, der Kongressabgeordnete sagt hier, hat eigentlich TikTok Zugang zum lokalen WLAN-Netzwerk, so, ne? Und dann ist er so, hä? Und ja, wenn sie das WLAN anschalten, hat es Zugang, also er will natürlich dann so implizieren, TikTok hat Zugang zu dem Internet in deinem Haus und deinen Geräten und es ist wirklich völlig absurd und danach fragt er ihn noch, was verdienen sie eigentlich? Und ich finde, er reagiert ja total polar drauf, aber wir besprechen das gleich nochmal. Wir gucken nochmal einmal rein. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to... To get access the network, to get connections to the internet, if that's the question. Is it possible then that it could access other devices on that home Wi-Fi network? Congressman, we do not do anything that is beyond any industry norms. I believe the answer to your question is no. It could be technical. Let me get back to you. Okay. So, was wir hier haben, ist also, dass er also wirklich völlig sinnlos sehr aggressiv attackiert wird und was eben, ich meine, der wirkt auf den ersten Blick so von der Optik her, ist nicht, was man so polar, aber es kann eben auch ein Mann, der ja irgendwie so eine Erscheinung hat wie er, was ja auch gut passt für Business, kann total polar sein und also eben, obwohl er so attackiert wird, reagiert er, das ist für mich so eine positive männliche Polarität, total ruhig, calm, cool, collected, sagt, nee, das ist, wir machen nichts außerhalb der Industriestandards, ist einfach, wenn der User Wi-Fi anstellt auf seinem Handy, dann ist er eben ein WLAN-Netzwerk, ja. Und ja, lässt sich hier auch nicht einschüchtern, aber schlägt auch nicht zurück so, ne? I'd appreciate if you could answer that. I'd like to change directions real quick. Do you receive personal employment, salary, compensation or benefits from ByteDance? Yes, I do. What is your salary from ByteDance? Congressman, if you don't mind, I would prefer to keep my compensation private. Okay. Do you personally have any company shares or stock in ByteDance or Douyin? Congressman, if you don't mind, I would like to keep my personal assets private. Is TikTok the company? Also, richtig gut, wie er sich hier fragt, so, was verdienen Sie, was für Aktien haben Sie? Und er sagt so, und das ist, wie gesagt, Kongress. Ich meine, wenn ihr jetzt mal länger guckt, ihr wird eigentlich die ganze Zeit wieder mehr oder weniger regelrecht bedroht und beschämt und... Er bleibt total cool und knickt aber auch keinen Millimeter ein und sagt, hey, nee, das werde ich nicht sagen, ne? Auch nicht dem Kongress der Vereinigten Staaten und ich lasse mich hier nicht auf, wenn ihr mich bannen. Also es geht ja darum, dass sie TikTok bannen wollen aus völlig scheinheiligen Gründen. Also ich finde das wirklich ein Skandal, muss ich echt sagen.
Was ist bloß mit der Welt los, Leute? Geht um dieses Bannen und sagt halt, nee, ich werde nicht einknicken. Ich werde hier Rede und Antwort stehen, aber ich werde nicht einknicken und zu Kreuze kriechen für euch. Und das ist männliche Polarität, eine sehr positive, eben so eine ganz nicht toxische auch so, wenn man so seine, man könnte, vielleicht hoffe, das kommt ein bisschen rüber, wenn man das noch länger guckt, auch er hat vorher so eine 5-Minuten-Rede gemacht, total gut und wirklich souverän, also da wirklich da von den Vereinigten Staaten so gegrillt werden stundenlang und dann stundenlang total ruhig bleiben, konzentriert bleiben und er ist auch auf, zumindest auf TikTok, ich weiß nicht, ob woanders auch, er ist so krass abgefeiert worden, hat so über Nacht 1 Million Follower gehabt und ich habe richtig Goosebumps gekriegt, Gänsehaut, weil ich dachte, ey, der Typ, der ist so geil polar und bietet ihnen so die Stirn auf so eine Nicht-Ego-Art und ich finde es einfach großartig. Ja, das ist heute mal das Sonntagsvideo dazu. Also wir werden auf jeden Fall arbeiten an Polaritätskursen zusammen mit dem Buch rauskommen sollen. Also allgemeinen Polaritätskurs, jetzt nicht nur im Bereich auf Dating und bin gespannt auf eure Kommentare. Fragen könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de stellen. Selbstliebe-Challenge könnt ihr gerne noch einsteigen. Das ist eine neue Gruppe. Manifestation-Channels hat gestern eine neue Gruppe bekommen. Könnt ihr noch einsteigen. Und den Verlustangstkurs zum Frühbucherpreis. Aber checkt auch mal mein Standardprogramm aus, um deinen Liebeschip umzuprogrammieren, falls du neu bist. Und dein Beuteschema habe ich ein wunderbares Programm, wo schon 1000 Leute drin waren. Und vielleicht ist das auch was für dich. Wir sehen uns bald wieder. Aber es kann vielleicht ein bisschen dauern, weil wir eine Woche in der Gegend sind. Vielleicht schicken wir da mal eine Story oder so, wo es erfahrungsgemäß praktisch kein Internet gibt. Müsst ihr vielleicht mal auf Videos verzichten. Bis bald.